Wir haben ja jetzt direkt beim Ubineum die ganzen Modelle uns mal angeschaut. Ich sag mal eher so in der Theorie. Wir haben ja gesehen bei den Modellen auch, dass es dort um ein relativ großes Quartier geht. Um wie viele Wohneinheiten handelt es sich dann eigentlich bei dem Quartier? Ja, es sind 1109 Wohneinheiten, die angeschlossen sind, wovon ca. 900 bewohnt sind. Das heißt, das ganze Quartier läuft dann auch autark. Autark werden wir nicht ganz schaffen. Das ist aber auch gar nicht das Ziel gewesen. Wir wollen ja mit den Speichern verschiedene Szenarien betreiben. Ist denn jetzt eigentlich das ganze Quartier nur im Rahmen von Vinode entstanden? In Vinode sind wir jetzt soweit hingegangen, dass wir das Energieversorgungsnetz mit umgebaut haben. Vorher hatten wir dort schon sehr viele Vorarbeiten, auch in anderen Vorprojekten, wo wir in die Wohnung reingegangen sind und Smart Home Anwendungen angebracht haben und auch die Wärmeversorgung umgestellt haben. Wie ist denn eigentlich die Situation hinsichtlich der politischen Unterstützung? Im Rahmen des Windows ist es natürlich noch mal ein Stück weit mehr geworden. Welche anderen lokalen Partner sind denn da mit drin? Wir hatten das Glück, den Energieversorger wirklich an Bord zu holen. Das ist die Zwickauer Energieversorgung, die auch das ganze Netz dort betreibt und auch umbaut. Weiterhin haben wir einen Energiespeicher-Spezialisten mit an Bord geholt, mit Senertec Sachsen. Die sind jetzt auch Betreiber der Energiespeichersysteme, die wir draußen vor Ort haben. Und zum Schluss haben wir noch assoziierte Partner, die WEWO Bau, was da die Wohnungsbaugesellschaft draußen vor Ort ist, sodass wir auch die Bewohner mitnehmen können mit den Gebäuden. Sie hatten ja gesagt, dass dort 900 Wohneinheiten bewohnt sind. Die haben sich dann aber auch bereit erklärt, immer die 1:1 Daten und so weiter aus den Haushalten dann Ihnen zur Verfügung zu stellen bei der Hochschule? Also wir haben jetzt nicht mit allen 900 gesprochen, wir haben ausgewählte Smart Home Anwendungen, die wir mit vermessen, wo wir auch Verträge geschlossen haben mit den Bewohnern, die natürlich bereitwillig waren, uns die Daten mit zur Verfügung zu stellen. Gibt es da regelmäßige Treffen, um einfach mal auf die Bewohner über den neuesten Stand, auf den neuesten Stand zu bringen, um einfach mal zu zeigen, was das Quartier sozusagen auch bewegt, energiepolitisch? Es gibt offizielle Termine, wo wir sowas gestalten. Jetzt gerade im Ubineum haben wir die Möglichkeit, das noch mal viel detaillierter zu zeigen. Und so laden wir Sie ins Ubineum ein und können dort quasi unser genanntes Projekt auch präsentieren. Das Ubineum ist ja der Öffentlichkeit zugänglich. Gibt es denn auch sowas wie Führungen direkt vor Ort? Geplant sind solche Führungen. Wir haben das jetzt noch keine durchführen können, weil jetzt die Technik erst eingebaut wurde. Und jetzt wollen wir das nach und nach auch zur Verfügung stellen. Es sind ja noch weitere 2 Jahre, die jetzt noch vor uns liegen. Welche Sachen vor Ort planen Sie denn noch? Also rein aus der Technik heraus sind wir jetzt fertig mit der Planung, auch mit der Umsetzung. Wir wollen jetzt wirklich Ergebnisse generieren und unsere Szenarien, die wir im Vorfeld entwickelt haben, auch wirklich im Feld testen. Also es geht jetzt eher um die Datenerfassung der Daten und zu gucken, was kann man mit den Daten machen. Und dann noch den wirtschaftlichen Raum rumherum zu spannen, was sich wirklich auch lohnen würde, wenn man das nicht gefördert bekommen würde. Okay. Wie viele Leute sind da involviert? Also wie viele Leute arbeiten überhaupt von euch da an dem Projekt? In der Elektrotechnik sind wir jetzt 4 Leute, die darauf angestellt sind und zusätzlich sind nochmal 3 Leute in den vernetzten Systemen. Und die sind auch alle im Prinzip in das Vinode-Projekt auch mit integriert? Und, genau. Okay. Als Projektarbeiter, jeder hat so ein bisschen sein Spezialgebiet und haben halt für die Prognose, für das Messsystem, haben wir so die Dinge, die halt quasi so ein großer Batzen ist, auch einen wirklichen Mitarbeiter und Ansprechpartner für einen vorgesehen. Also kann man eigentlich sagen, dass das Vinode-Projekt für euch eigentlich auch ein Glücksfall war? Ja, mit Sicherheit. Also das ist das erste richtig große Projekt, wo wir auch mehrere Leute darauf einstellen konnten, dass wir dort gewinnen konnten, auf jeden Fall. Hätte es Probleme gegeben, das Quartier so in dem Rahmen umzusetzen, wenn es das Vinode-Projekt nicht geben würde? Ja, also man braucht definitiv eine Förderung. Also genau vor 2-3 Jahren, wo es halt beantragt wurde, waren Energiespeicher noch unwirtschaftlich, kann man schon so sagen. Das ändert sich mittlerweile, dass die auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen gesetzt bekommen, dass die sich finanzieren. Aber damals ging es nicht ohne Förderung. Es gibt ja im Rahmen von Vinode mehrere Quartiersprojekte auch. Zum Beispiel die Riedel Automatisierungstechnik in Berlin, die machen ja auch ein Quartier. Habt ihr regelmäßigen Austausch mit den anderen Partnern auch, wo ihr, ich sag mal, voneinander lernt? Das muss ich sagen, das läuft in Vinode richtig gut. Man hat alle viertelhalbe Jahre Treffen, wo man sich gemeinsam austauscht und auch gemeinsam davon lernt. Es ist thematisch natürlich ein Stück weit abgesteckt gewesen, dass zum Beispiel Prenzlauer Berg sich eher um die Wärmeseite kümmert, wir um die elektrotechnische Seite. Aber wir führen die Ergebnisse zusammen, sodass wir wirklich gemeinsam daraus lernen können und das Zukunftsquartier entwickeln können. Und es ist auch ein sehr angenehmes Umfeld geworden mittlerweile. Also die Partner sind uns ans Herz gewachsen und es ist immer ein sehr freundschaftlicher Austausch. Super. Vinode ist für uns eigentlich ein Stück weit eine Blaupause fürs Energieversorgungsnetz, wie wir es ausrollen können, wenn alles gut funktioniert. Und daran glaube ich, dass es so funktioniert.